Herzlich willkommen zum Lecturecast Grundbegriffe des Privatrechtseinteilung des Zivilrechts. Wir sprechen in unserem Fach vom Zivilrecht, vom allgemeinen Privatrecht, vom bürgerlichen Recht. Und ganz am Anfang ist es vielleicht ein bisschen langweilig, Grundbegriffe einzuordnen. Auf der anderen Seite ist es eben so wie bei einer Sprache. Sie müssen zunächst die Vokabel lernen, Sie müssen zunächst die eine oder andere Begrifflichkeit verinnerlichen, bevor Sie dann sich in die Untiefen des Faches begeben und stürzen können. Allgemeines Privatrecht, Zivilrecht, bürgerliches Recht sind Synonyme. Sie sind unser Fach und sie sind in einen größeren Bereich einzuordnen. Und dieser größere Bereich ist das Privatrecht. Wenn man sich die Rechtsordnung und ihre Einteilung ansieht, hat man zwei große Begriffe, das öffentliche Recht, das Privatrecht. Im Bereich des Privatrechts haben wir das allgemeine Privatrecht und die Sonderprivatrechte. Die Sonderprivatrechte sind also zum Beispiel das Unternehmensrecht, das Gesellschaftsrecht, das Arbeitsrecht, das Versicherungsrecht. Und schon am Anfang stellt man sich die Frage, warum eigentlich diese Begrifflichkeiten? Sind die nur dazu da, dass man die Leute verwirrt, dass man sich irgendwelche Prüfungsfragen ausdenken kann? Nein, die Unterscheidung zwischen allgemeinem Privatrecht und Sonderprivatrechten hat auch eine praktische Bedeutung und hat inhaltlich eine große Bedeutung für ihr weiteres Lernen und für ihre weitere Ausbildung. Warum? Im allgemeinen Privatrecht lernen Sie Grundfragen und Grundbegriffe, privatrechtliche Grundverhältnisse, auf denen dann die Sonderprivatrechte aufbauen. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, das Versicherungsrecht als Sonderprivatrecht, das Arbeitsrecht als Sonderprivatrecht klärt Ihnen jeweils Sonderfragen des Verhältnisses zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber weder das eine noch das andere Sonderprivatrecht klären die Frage, wie ein Vertrag überhaupt abgeschlossen wird. Um die Frage zu beantworten, wie überhaupt ein privatrechtliches Rechtsverhältnis, ein Vertrag abgeschlossen wird, schauen wir ins ABGB. Und das ABGB klärt uns diese Frage allgemein. Das heißt, diese Frage ist unabhängig davon, ob ein Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag, ein Kaufvertrag, ein Werkvertrag, welcher Vertrag auch immer abgeschlossen wird. Und daraus schon sieht man, dass man zunächst sich nicht die Sonderprivatrechte anschauen sollte, sondern bei den Grundlagen bleiben sollte, also bei den allgemein zivilrechtlichen Fragen. Und dort schauen wir uns jetzt noch, um diese Begrifflichkeit ein bisschen abzurunden, zunächst einmal die Rechtsgrundlagen und die Rechtsquellen an. Das heißt, was sind also die Rechtsgrundlagen des österreichischen Zivilrechts? Da ist es ganz simpel. Sie müssen beginnen mit dem zivilrechtlichen Stammgesetz aus 1811, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das mit dem 01.01.1812 in Kraft getreten ist. Und dieses Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch ist jetzt seit über 200 Jahren in Kraft. Vieles, was Sie dort finden, ist noch Urbestand. Vieles, was Sie dort finden, ist nicht mehr Urbestand. Das heißt also, wurde dann im Zuge von der einen oder anderen Novelle eben neu gefasst oder ergänzt. Es gab drei große Teilnovellen 1914, 15, 16, wo man insbesondere auf die neueren Entwicklungen aus Deutschland, das deutsche bürgerliche Gesetzbuch ist mit 01.01.1900 in Kraft getreten, versucht hat zu reagieren. 1914, 15, 16, wie gesagt, gab es drei größere Teilnovellen und dann in weiterer Folge gab es viele andere Novellen, mit denen man also auf verschiedene Umstände reagiert hat, auf den technischen Fortschritt, auf geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Man hat das eine oder andere mehr ausdifferenziert. Wie ist man vorgegangen? Nun, man hat mit dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch grundsätzlich das Zivilrecht umfassend regeln wollen. Man hat aber über die Jahrzehnte und über die Jahrhunderte immer mehr zivilrechtliche Sondergesetze ins Leben gerufen. Zivilrechtliche Sondergesetze, die also neben dem ABGB auch Kernfragen des Zivilrechts regeln. Welches sind diese Sondergesetze? Nun, aus dem Bereich des Familienrechts ist zum Beispiel auf das Ehegesetz einzugehen. Das Ehegesetz aus 1938 ist eben ein Sondergesetz, das sich nicht im ABGB findet, sondern das im Zuge des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich aus Deutschland übernommen wurde und dann nach 1945 rechtsbereinigt natürlich weiterhin in Kraft belassen wurde in Österreich. Und dort finden Sie also Regelungen über die Eingehung einer Ehe, den Abschluss einer Ehe, der Scheidung und die unterhaltsrechtlichen Konsequenzen nach einer Scheidung. Das heißt, das ist eine zivilrechtliche Kernfrage aus dem Bereich des Familienrechts. Den technischen Fortschritt habe ich vorhin schon erwähnt. Das Schadenersatzrecht des ABGB ist ebenfalls Urbestand. Die Paragraphe 1293 fortfolgende ABGB sind auch in großen Teilen noch
unverändert in Kraft. Allerdings hat man, Sie werden das im Schadensersatzrecht dann noch genauer lernen, hat man neben die Verschuldenshaftung des ABGB die sogenannte Gefährdungshaftung als zweiten Grundpfeiler des österreichischen Schadensersatzrechts gestellt. Und dort hat man im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes und im Rahmen des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes zivilrechtliche, schadenersatzrechtliche Sondergesetze geschaffen. Gefährdungshaftung, wo also nicht das Verschulden des Schädigers der Haftungsansatzpunkt ist, sondern die erlaubte, aber gefährliche Tätigkeit, die dann zu einer Schädigung führt. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Wirtschaftsaufschwung dann zum Tragen gekommen ist und der Wohlfahrtsstaat sich mehr und mehr entwickelt hat, hat man auch das Verbraucherschutzrecht entdeckt. Und man hat also erkannt, dass wo einmal die Grundfragen des Marktes und die Grundfragen des Zusammenlebens funktioniert haben, dass man dann schon mehr auf das konkrete Rechtsverhältnis schauen kann, dass man dann schon mehr auf die Schutzwürdigkeit bestimmter Berufsgruppen und bestimmter sozialer Gruppen und bestimmter sozialer Schichten schauen kann. Und da hat man also zum Beispiel das Verbraucherrecht geschaffen, das Arbeitsrecht wäre auch ein solches Beispiel. Und dieses Verbraucherschutzrecht findet sich ebenfalls in zivilrechtlichen Sondergesetzen. Vor allem im Konsumentenschutzgesetz aus 1979, das sozusagen verbraucherschutzrechtliche Grundgesetz, und in weiteren anderen verbraucherschutzrechtlichen Sondergesetzen. Das Gesetz über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz, FAGG, das Verbraucherkreditgesetz, das Teilzeitnutzungsgesetz, das Bauträgervertragsgesetz sind nur einige Beispiele für solche verbraucherschutzrechtliche Sonderregelungen in relativ punktuellen Fragen, wo man sich natürlich die Frage stellt, wieso so punktuell? Der Grund dafür liegt einfach darin, dass die meisten verbraucherrechtlichen Entwicklungen, insbesondere aus den letzten Jahren, auf europarechtliche Grundlagen zurückzuführen sind, konkret auf Richtlinien der Europäischen Union, die, Sie wissen das aus dem Europarecht oder dort werden Sie es vielleicht noch hören, diese Richtlinien der Europäischen Union, die richten sich nicht an einen konkreten Bürger, an eine konkrete Bürgerin, sondern an einen Mitgliedstaat, der dann diese Richtlinie zu transformieren hat, in nationales Gesetz umzusetzen hat. Und so passiert es, dass zum Beispiel eben die Klauselrichtlinie oder die Verbraucherrechte-Richtlinie oder die Teilzeitnutzungsrichtlinie umgesetzt sind im österreichischen Zivilrecht. Und da finden sich dann also viele verbraucherschutzrechtliche Sonderregelungen, weil diese europarechtlichen Richtlinien meistens eben Verbraucherschutzrichtlinien sind. Dann hat man vor allem verstärkt dann im 20. Jahrhundert erkannt, dass Wohnraum knapp ist. Und aus diesem Grund also der Mieter insbesondere einer Wohnung zu schützen ist. Und dieser Schutz findet sich mittlerweile im Mietrechtsgesetz. Ein weiteres, nicht verbraucherrechtliches, aber doch zivilrechtliches Sondergesetz. Warum nicht verbraucherrechtlich? Weil unabhängig davon, ob ich eine Wohnung zu privaten Zwecken oder als Geschäftsräumlichkeit nutze, das Mietrechtsgesetz zur Anwendung kommt und aber umgekehrt nicht jeder Verbraucher vom Schutz des Mietrechtsgesetzes erfasst ist. Aber nicht nur der Mieter einer Wohnung ist geschützt, sondern es gibt auch in anderen Bereichen des Wohnrechts umfassende Regelungen in Sondergesetzen. Das ist zum Beispiel das Wohnungseigentumsgesetz, wo es also um die Begründung von Wohnungseigentum an einem Mehrparteienhaus geht, wo es um das Regeln des Zusammenlebens zwischen den Wohnungseigentümern untereinander, um die Beschlussfassung und diese Fragestellungen geht. Das sind zivilrechtliche Sondergesetze, alle die ich jetzt genannt habe, die sich neben das ABGB gestellt haben. Daneben finden Sie auch das Gesetz über das internationale Privatrecht, wo also international privatrechtliche Fragen geregelt werden. Dieses IPRG wird in den letzten Jahren auch immer mehr durch europarechtliche Grundlagen abgelöst. Dort sind es allerdings nicht Richtlinien der Europäischen Union, sondern dort sind es Verordnungen der EU, und diese Verordnungen müssen nicht von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, sie dürfen gar nicht umgesetzt werden, sondern sie gelten aus sich heraus, sie wirken unmittelbar und sie wirken für und gegen jeden Bürger und jede Bürgerin. Und so haben wir also Rom-Verordnungen aus dem internationalen Privatrecht, die also mehr und mehr die Teilbereiche des IPRG, die also international privatrechtliche Fragen geregelt haben, abgelöst haben. So, das heißt also, wir haben ein zivilrechtliches Stammgesetz und viele zivilrechtliche Sondergesetze, viele europarechtliche Grundlagen, Richtlinien und Verordnungen, die ebenfalls
bedeutend sind und für das Privatrecht Bedeutung haben, wenngleich man schon zugeben muss, dass im Europarecht vor allem das öffentliche Recht eine größere Bedeutung hat, also dass viele der Rechtsgrundlagen aus dem Europarecht den Bereich des öffentlichen Rechts betreffen. Und im Privatrecht darf man nicht vergessen, im allgemeinen Zivilrecht genauso wie in den Sonderprivatrechten, die wichtigste Rechtsgrundlage sind immer noch die individuellen Rechtsquellen, und zwar die Verträge. Wenn ich beispielsweise einen Kaufvertrag abschließe über den Erwerb eines Autos, dann habe ich eine individuelle Rechtsquelle geschaffen, aus der ich Rechte ableiten kann, nämlich das Recht § 1061 ABGB auf Übergabe des Autos und umgekehrt aus dem Pflichten von meiner Seite abgeleitet werden können, nämlich auf Zahlung des Kaufpreises § 1062 ABGB. Hier ist es also nicht ein zivilrechtliches Stammgesetz, das also unmittelbar diese Rechte und Pflichten schafft, sondern hier ist es der Vertrag als individuelle Rechtsquelle. Wenn ich nicht mehr bereit bin, meinen Vertrag einzuhalten, dann kann ich vor Gericht aufgrund des Vertrages, der eine für mich bindende Rechtsquelle schafft, geklagt werden und dann entsprechend zu einer Leistung verurteilt werden.